Hallo und herzlich willkommen zu Outward. Ja, Blöde. Wir sind gerade raus. Gleiche Aufnahmesession. Und wir gucken gerade, wie wir da wieder reinkommen. Damit wir noch das Schwert hochkraxeln können. Ja. Na, hat funktioniert. Oh Mann, der ist ganz schön weit weg, ne? Ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir uns unterirdisch so weit bewegt haben. Ich muss mich mal kurz buffen. Sonst wird mir nämlich zu warm, ne? Ich zieh mal kurz meinen Bikini an. Mhm. Ah, da bin ich aber froh, dass wir den in der letzten Folge den Händler gefunden haben. Den Verschollenen. Ich muss noch kurz in die Kiste gucken. Weil ich kann mir vorstellen, das ist eine Timer-Quest gewesen. Das glaube ich auch. Das hat mich auch ein bisschen erinnert an den Anfang, wenn man die Blutschuld begleichen muss und dann gucken kann, ob man den am Strand rettet oder genug Geld verdient oder. Kennst du? Ja. Gegen die Ekelkäfer, okay. Schön, wie er rumkullert, ne? Bei mir ist er nicht gekullert. Nee. Schau. Ja, ich dachte, bevor du da noch, oder solange du die Kiste holst, kann ich ja ein bisschen was machen, ne? Das ist richtig. Ja, es hat sich auch nicht unbedingt gelohnt. Es war nicht so richtig was Tolles drin. Schade. So, Höhle der Steintitanen, die zweite. Ja, das ärgert mich ein bisschen, dass wir... Also ich frage mich, sind wir zu doof, das Rätsel zu lösen? Könnten wir es und raffen es nur nicht? Oder fehlt uns irgendein Hinweis? Das weiß ich nicht, weil mit Wind, ich hätte jetzt irgendwie was auf Zauber vermutet. Weil ich wüsste sonst so spontan nichts mit Wind. Außer ja, den und Zauber. Dann aber fünf Winde, oh, ne? Oh, da geht's nochmal hoch. So, mal schauen, wer uns wieder hier hinterrücks angreift. Hier gibt es eine Eisflammenfackel, falls du eine möchtest. Okay, hier ist ein Schundhaufen mit Dunsttrank und Pfeilen und Pilze. Da ist einer. Ja, ich komme. Oh. Der hat aber eine hübsche Rüstung an. Hau ihn! Der hat auch mal so ein, noch mal so ein nettes Palladiumschild. Ja, stimmt. Und aber die sind auch ein bisschen was wert, leider. Oder zum Glück, oder wie auch immer. Okay. Ach komm, ich nehm's mit. Scheiß drauf, dann bin ich halt überlassen. Könnt eigentlich die blöde Harpune hier lassen? Was und kann denn das Schwert? Ah, das Schwert hat 7 Blitzschaden. Okay. Vermutlich ist das auch das Schild mehr wert als eine Hundsmaske oder eine Korallenhornmaske, oder? Das weiß ich leider nicht. Davon Außen haben wir welche. Ich nehme noch so ein Schild mit. Ich habe doch Ach, das Schild. Du hast jetzt das Schild. Ja, nimm okay, das ruhig. Alles gut. Hier hast du gesagt, gibt's nichts mehr, oder was? Nee. Die Eisflammenfackel lasse ich da. Hab eh schon so viel. Ach, hier ist noch eine Leiche. Leichnam des Arbeiters. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Pilze, Kaktus und zerschissene Stiefel. Ah ja. So, dann trinke ich mal was. Ein bisschen Durst, ne? So ein Schlückchen, das ist eigentlich eine Idee. Da liegt ja so ein toter Hirsch. Warum ist der tot? Haben die gegeneinander gekämpft? Oh, der hat aber krasse Sachen. Obsidiansplitter, 2 Feuersteine und einmal Feuerfirnis. Oha. Oh, und eine Krimpnuss, die nehme ich auch noch mit. Und da liegen ein Haufen
Tote, das sind doch die, die sonst brennen und so durch die Gegend schweben, oder? Ja. Die brennen immer noch? Die brennen aber lang. Seltsame Szenerie. Und da ist ein Mana-Mantis im Käfig und der scheint auch tot zu sein. Okay, hier gibt es tolle Sachen für mich. Essenssachen. Geil, nehme ich alles. Und hier gibt es noch einen Stein zum Vorlesen. So. Die Akolyten, die wir vom Dunkellicht aus dem Sumpf rekrutiert haben, schlagen vor, Verderbnis in unserem Zauber anzuwenden, da sie sämtliches Leben verwelken lassen, das mit ihr in Berührung kommt. Ihr abscheulicher Einfluss ist das perfekte Instrument für Elads Verdammnis. Ah ja. Ist das ein Rätsel? Verderbnis in unserem Zauber anzuwenden. Aha. Gibt es Zauber mit Verderbnis? Oh, Fall. Ja, 11 Stück, die habe ich da hingeworfen. Puh. Gute Frage, aber... Weiß ich nicht. Tja, haben wir jetzt hier irgendwas übersehen? Ja, es geht hier noch weiter nach oben. Ach, da kommen wir her, okay. Sternpilz. Kiestel. Uiuiui. Elite-Wüstenchroniker. Stacheliges Baiser-Rezept, elementarer Widerstandstrank, zwei Disziplintränke, ja. Dann kann ich doch, wenn ich jetzt... Guten Tag. Dann kann ich ja, wenn ich jetzt die Elite-Wüstentunika habe, schmeiße ich die normale Wüstentunika weg. Und warum habe ich hier schwarze Arbeitsstiefel einstecken? Weil du ein Gierlappen bist. Die Pfeile will ich auch nicht mehr. Oh, Pfeile. Ach nee, doch nicht. So, und dann trinke ich noch hiervon. Jetzt bin ich nur noch 0,6 überladen. Oh. Ah, du hast Hugo herbeigezaubert. Erwin. Nee. Hugo. Nee, Erwin. Wie kommst du denn? Hugo ist doch der Hase. Stimmt, Hugo war mein Haustier. Okay, da geht's noch höher. Eieiei. Erst da lang? Ja. Bevor wir die Ebene wechseln? Also auf meinem Bild hängt Hugo da fest. Das macht nichts, der steht Wache. Lebenstrank, brauchen wir eigentlich Sternpilze? Ich nehme alles mit, was da so. Wenn du das ja, dann nimmst du auch Sternpilze. Guck mal, der Kopf ist geil, oder? Mhm. Ach, guck mal, hier könnte man auch runter und darüber. Das sollten wir uns merken. Mhm. Oder soll man gleich da lang gehen? Nee. Dann kommen wir wieder nicht hoch, dann müssen wir wieder außen rum. Da habe ich jetzt weniger Interesse dran. Gut. So, dann geht's ja noch hier hoch. Ah, da ist noch eine Tafel. Guck mal noch ums Eck. Wie viele Tafeln haben wir denn jetzt gesehen? Keine Ahnung, da geht's in die Abrasserwüste. Ich lese mal die Tafel vor. Mhm. Wir dürfen Elad nicht mit herkömmlichen Mitteln schlagen. Das würde ihn zum Märtyrer machen. Nur eine Bedrohung aus dem Innern kann ihn bezwingen. Wir müssen seinen Tod sicherstellen und gleichzeitig sein Vermächtnis zerstören. Jo. Ah ja, die Jungs haben es echt ernst gemeint, ne? Ja, aber wieso kommunizieren die über solche Tafeln? Jetzt können wir ja doch da hinten runterlaufen, oder? Ja. Oder meinst du, halt mal, mir kommt da gerade was. Manchmal muss man doch aus den Dungeons da raus, damit man... in ein Gebiet kommt, wo man von außen nicht hinkommt. Deswegen würde ich doch erst gern schauen, wo wir dann rauskommen. Jo, ich spring mal raus. Hast gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte durchrollen. Hat nicht geklappt. Sein Mist. Hab ich schon zugenommen in letzter Zeit, ne? Dann nicht, dass ich stecken bleib. Ach ja, so, da bin ich mal gespannt. Okay, ich glaube, das ist kein Ort, an dem wir nicht auch so kämen. Gut. Okay.
Interessant hier. So. Finde. Hm. Ja, ich rätsel auch die ganze Zeit. Komm, Hugo. Kommt der? Ah ja, da ist er. Ja. Sehr gut, Hugo. So, und dann gehen wir hier runter. Ach, heute rolle ich schon wieder so viel. Okay, zack. Zack. Ach, und das ist das ein anderes Schwert oder ist das das gleiche Schwert? Ich glaube, ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal hier. Sehen wir ja gleich, ob der Raum uns bekannt vorkommt. Ah, ich glaube, da waren wir schon mal. Nach oben, ja, ja. Okay. Ist praktisch eine Abkürzung dann, um wieder rauszukommen. Nein, eigentlich ist es keine Abkürzung, weil du könntest ja oben rausgehen, ne? Ja, aber wenn man das nicht möchte. Dann ist es ja trotzdem keine Abkürzung. Doch. Eigentlich. Wo willst du hin? Geht's da raus? Ja, da geht's raus. Stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Ja, komische Höhle, da weiß ich jetzt auch nicht. Mit den Winden, das sagt mir irgendwie aber auch gar nichts. 5 Winde. Wie viele... Den Windklüngelturm haben wir hier natürlich schon freigeschalten, sonst hättest du den einen Zauber nicht machen können, ne? Ja. Und also ich glaube schon, ja. Das ist... Okay, ja gut, Rätseln hilft ja auch nichts. Jetzt nur die Frage, geht man mal kurz nach Dings, nach Le Mans, weil ich bin echt überladen, du auch wahrscheinlich. Das ist eine gute Idee. Komm, wir gehen abladen. Wozu haben wir denn ein Häusle gekauft dort? Eben. Und glücklicherweise, finde ich, ist die Wüste auch überschaubar von der Größe, ne? Ja, was ich freue mich schon auf die Nester. Find, ja? Aha, ich mich nicht so. Was ich positiv finde, ist, du kannst halt geradeaus mehr oder minder durchlaufen überall hin. Das stimmt, ja. Ja gut, komm, jetzt kann ich auch den Rest überladen laufen. Ich meine, du musst zwar da mit diesen Plateaus gucken immer, wie du dann da hochkommst und wie du geschickter läufst, so von Plateau zu Plateau oder so. Aber was sind denn, gibt's denn von den Dingern hier 5 und kann man die irgendwie aktivieren? Was meinst du von den Dingern, die da aus dem Boden gucken? Na, da gibt's nur 4. Ja. Also ich sehe nur 4, aber aktivieren kann man ja, die nein, überhaupt benutzen? Nee. Ich sehe das hier als Ganzes, weil hier ist 1 und da drüben im Nordosten ist noch 1. Und da habe ich gedacht, vielleicht gibt es hiervon 5. Ja gut, aber da müsstest du sie ja verwenden können und da steht ja nichts. Ja, vielleicht. Vielleicht hängt das ja auch zusammen. Uppala, hier kommen wir wohl nicht runter, hä? Oh, ist das tief. Vielleicht hängt das auch zusammen mit dem elektrischen Labor. Vielleicht, ja. Weil da müssten wir ja auch nochmal hin und gucken, was das elektrische Labor stört. Und wenn das dann wieder in Gang ist, vielleicht. Wo bist denn du jetzt hin, wenn ich mal fragen darf? Ich versuche hier runterzukommen und dafür bin ich an dem Berg entlang gelaufen. Ah ja, in Richtung der Käfer. Und hier, ja, kommt man ohne Schaden runter. Fünf Winde. Mann. Hätte ich doch in Outward-Kunde besser aufgepasst. Tja, was soll ich sagen, ne? Oh, da ist so ein Baumheini, die man aus den Nestern kennt. Ah, okay. Wo bist denn du jetzt lang gelaufen? Ich laufe nach Leon. Ich auch.
bin nur nicht so schnell, weil ich so echt überladen bin. Ich musste mich gerade ein bisschen beeilen, weil da sehe ich zwei Käfer, die gegen so einen Huhn kämpfen. Cool. Aber das Huhn läuft rückwärts und ist beim Rückwärtslaufen trotzdem schneller als die Käfer. Okay, witzig. Krass. Ah, ich sehe den Baumtyp. Heißen die nicht irgendwie Hornissenfürsten oder so? Das kann gut sein, ja. Aber wenn man überladen ist, ist der Weg ganz schön weit. Mhm. Alter Scheiß, ey. Wenn einem dann noch so heiß ist wie mir und die Ausdauer so langsam wiederherstellt sich. Muss ich aufs Trinken. Ja, mache ich jetzt auch. Vielleicht einen Kaktuskuchen noch? Nom nom nom. Ah, jetzt geht die Sonne weg, schön. Ich freue mich immer noch über den Rucksack. Ja, das glaube ich dir sogar. Ja, den wir der YouTube-Kommentarfunktion und unseren netten Zuschauern zu verdanken haben. Ah, ich sehe dich da herlaufen. Torkeln, mit deiner Beduinenrüstung da. Weißt du, was du gleich noch machen könntest? Du wirst es mir sicherlich verraten. Nein. Okay, dann nicht. dem Fassmann die Pilze bringen. Oh ja, das stimmt, das könnten wir noch machen. Wir könnten auch mal hinter Levant gehen. Da ist auch bestimmt noch was. Gab es da nicht irgendwo einen Fluss? Ja, so ein Rinnsal. Oder ein Rinnsal, ja, da können wir auch mal hingehen. Bist aber wieder geschafft. Ja. Ich glaube, das liegt an dem Controller, dass da bei dem die Taste schon ein bisschen ausgeleiert ist. Aber mit dem neuen funktioniert es gut. Da rolle ich nicht so oft. Ja. So. Was machst du da? Ich mach mit. Ich wollte es auch mal ausprobieren. komm, wir gehen direkt ins Abendviertel, oder? Ja, wir müssen noch die Pilze erst braten, oder? Ah, stimmt, oder der braucht ja gegrillte Pilze, aber wir können trotzdem da lang gehen. Oh, wieso sitzen die da so dumm auf dem Boden? Gehen Sie mal beiseite. Lassen Sie mal die Schnellen durch hier. Mein Name ist Schmidtchen. Schmidtchen Schleicher. Es sieht wieso echt lustig Schmidtchen aus. Schleicher? Meine Wüstentunika, oder was meinst du? Ja. So, dann. Ich würde sagen, ein Schild bewahren wir mal auf und eins können wir mal verkaufen, oder? Einverstanden. So, jetzt grillen die Pilze. Die Pilze. So, ich schmeiß mal ein paar Getränke raus hier. Du weißt, du musst das mit den Pilzen machen. Ich tue die hier gerade in die Kiste. Okay. Pilzis, wo seid ihr? Na, das schmeißen wir mal raus. Davon schmeißen wir welche raus. Und das, und das, und das. Naja, ich habe echt viel Zeug. Und das. Das. Mhm. Und vier Fettfahnen. So, und die drei Rezepte verkaufe ich. So, ich habe jetzt mal alles rausgeworfen hier. Davon schmeiße ich auch mal vier Stück raus. Das gute Brot der Wildnis schmeiße ich auch mal raus. Das Brot? Ja, das Brot. Ne? So, die Pilze, ne, hast du gesagt? Yep, wie viele will er denn überhaupt? Ich weiß. Weißt du auch nicht. Zwei hast du mal gemacht, mal ne? Zwei. Si, senor. Si, si, senor. So. Armenviertel. Oh, wir wohnen direkt neben dem Armenviertel. Ja.
Das Palladium-Schwert ist nur 2 Kilo schwerer als die Hundsmaske und die Korallenhornmaske und es bringt 288 Silber. Okay. Und die Hundsmaske und die andere nur 45. Okay. Also das nächste Mal Schwert vor Maske. Okay. Kannst du noch schnell holen. Der Händler hat so wenig Silber. Sei gegrüßt, Freund. Kannst du mir helfen? Du für ein Händler, ey. Vergiss das nicht. Ja. Okay, endlich fertig und dazu... Nee, und dazu da, mit denen geteilt zu werden, die man liebt. Hier, ein Geschenk. Ein magisch schwebendes Gericht, das alle glücklich macht. Du wolltest doch das ultimative Essen, oder? Ich kann das nicht essen. Die Kruste ist aus Palladium. Ich würde mir die Zähne dran ausbeißen. Mit dem Ding könnte man jemanden erschlagen. Merkwürdig. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Du wolltest die ultimative Waffe. Hab ich verwechselt? So, bitte, da ist sie, die ultimative Waffe. Das kann man nicht als Waffe benutzen. Alle Welt würde mich auslachen. Dann lach doch einfach mit, so wie ich. Siehst du, ich fühle mich schon besser. Aber nicht vergessen, du darfst mit niemandem darüber sprechen. Das bleibt unser kleines, köstliches Geheimnis. Okay, bis später. Leb wohl, mein Freund. Jo, ich würde sagen, wir haben jetzt das Pizza-Chakram. Nein, ein Pizza-Chakram. Echt jetzt? 16 Schaden und 16 Feuerschaden, 35 Wucht. Ja, geheimnisvolles Chakram. Sieht aus wie eine Pizza halt. Hey, wer hat die Pizza bestellt? Pizza, Pizza. Ich gehe auch gleich noch zu der Dame da, die... Wenn ich sie wieder finde, das ist echt... Oh, ich mag das arme Viertel nicht. Ich lauf mich hier immer. Ja, das ist witzig. Die dampft auch noch, die Pizza. Wer es berührt, muss es kaufen. Na schön, das hast du dir verdient. Jo, wir haben 2 Gift-Firnis gekriegt. Dafür, dass wir den Händler gefunden haben. Wow. Naja, dann war ja das, was wir vom Händler gekriegt haben, nämlich der Goldbarren, wesentlich geiler. Ja. Eindeutig. Wenigstens war ihm selbst seine Rettung wichtig. Und auch was wert. Na gut, das hing ja auch sein Leben dran, ne? Wo bist du gerade? Ich bin in unserem Häuschen. Ich mach mich schon mal Bett fertig. Ding dong! Komm rein! Hier, ich habe ein Pizza bestellt! Guck mal! Ja? Guck mal! Ja, geil! Salami-Pizza! Ich würde sagen, es ist Peperoni-Salami und ist vorgeschnitten. Was? Unterstadtpassage? Mhm. Wollen wir da noch kurz reingucken? Ja, lass mich kurz mal die Pizza rausschmeißen. Wie witzig, jetzt haben wir eine Pizza. Ja, wieso nicht, ne? So, ich muss mal gucken. Das kann ich noch rausschmeißen. Ein Pilz hat er gewollt. Ach ja. Den Goldbarren schmeiße ich auch mal raus. Muss ich den ja nicht die ganze Zeit mitschleppen. Gut, okay. So, dann schauen wir da nochmal schnell rein. Unterstadtpassage. Witzig, dass wir hier direkt in unserem Haus... Hatten wir gar nicht gesehen letztes Mal, oder? Oder hattest du es gesehen? Nee, ich habe auch nicht danach... Also, nee. Ich habe gar nicht auch nicht vermutet, dass es überhaupt sowas gibt, weil in den anderen Häusern gibt es das nicht, ne? Soweit ich weiß. Also ich habe zumindest noch keins entdeckt. Gut, hier auch nicht. Ah, du musst mal wieder putzen hier. Ah, ein Hebel. Zuck. Wollen wir vielleicht erstmal die anderen Gänge angucken?
Na gut. Gut, dass du so einen schönen Lichtschein machst, weil dadurch habe ich dich entdeckt. Okay, oh, guck mal hier, deine Werkbank. Ja. Das ist ja praktisch. Guck, und dann mit dem Türchen. Das heißt, du kannst hier an der Werkbank deine Opfer zerlegen und dann durch das Türchen direkt in den Ofen schieben. Ja, mach noch eine Pizza. So. Oh, hier wohnen ja, da wohnen Leute unter unserem Haus. Und die können direkt in unser Haus rein? Das ist ja unglaublich. Na toll, ich habe ihn nicht getroffen. Aber er mich dafür. Ja, praktisch, hier können wir wenigstens alles mitnehmen, ne? Mhm. Krimp, die Nuss wolltest du nicht, ne? Hab genau gesehen, wie du dich von ihr abgewendet hast. Ja, ich hab schon die Zauberin da oben erspäht. Oh. Ready? Ja. Ich komm gut mit ihr klar. Du musst nur ihrem Dings ausweichen. Was es nicht alles gibt unter unserem Haus, das ist ja voll riesig. Oh, da war noch einer, Skirt, der hat schon Waffe gezogen. Ja, da unten läuft einer mit so einem schönen Säbel. Oh, und hier ist ein Troglodyt, aber hinter Gittern. Zwei sogar. Ja, das sind zwei. Okay. Hau hier Löcher in die Luft, ey. Ja, wenigstens machst du was. Weißt du? Ah ja, oder? Witzig, was ist hier? Was ist hier? Oh, coole Pflanze. Du willst erst in die Richtung, okay. Ach, hier hat es auch Pilze gegeben. Die lasse ich jetzt stehen. Hast du sie eingesammelt? Nein. Hier ist voll das Räuberlager unter unserem Haus. Gibt's ja nicht. Vor allem, die hätten sich voll nachts, wenn wir schlafen, einschleichen können, gell? Was war in der Kiste? Ja, ach so, was? Fluchreiniger und ein Knüppel, ein langweiliger und hab ich später vergessen. Also nix Tolles. Hm. Guck mal, mit dem Boot und alles, krass. Das können wir jetzt alles unser eigenen. Hey, yo, was geht bei euch? Au. Die greifen einen ja durch das Gitter an. Ja. Oh nein, ich bin vergiftet. Die Penner. Ich auch. Brauchst du ein Gift? Gegengift? Ja, komm, wir sind ja direkt unter unserem Haus. Also wenn ich jetzt sterbe, ist mir egal. Also mit dem Pfeil durchschießen kann ich nicht. Aber ich kann durchhauen. Glaube ich. Ich weiß doch gar nicht, ob ich die überhaupt treffe. Also den Giftputzi haben wir schon tot gehauen. Voll durchs Gitter erschlagen, ey. Oh, da gibt's noch eine Kiste, okay. Du bist gleich tot, ne? Ja. Hey, was legst du so faul hier drin rum? ja, jetzt können wir noch oben durch das Tor gehen, ne? Ja, das machen wir jetzt noch.
Wie, das machen wir jetzt noch? Was meinst du damit? Oh, wo geht's hier hin? Abrasserwüste? Scheinbar, okay. Willst du nicht gucken? Okay. Nee, will ich nicht. Na gut. Wir müssten nämlich eigentlich schon einen Folgenwechsel machen, ne? Ah, okay, sag das doch. Oh? Okay. Da geht's aber tief runter. Ja. Ich bin, hab aber keinen Fallschaden gekriegt. Warte mal, was denn? Hier ist noch ein Hebel, den könnte ich mal ziehen. Okay, ich komme trotzdem zu dir runter, oder? Damit öffnet man das Gitter, wo gerade die Troglodyten waren. Ah, dann komme ich da hin. Weil ich bin ja schon ziemlich angeditscht. Faszinierend. Ich komme gar nicht drüber weg, was hier unter unserem Häuschen schlummert. Oh, da, wo die Kiste ist, entfallen. Aufpassen. Okay. Hier gibt es nochmal eine Korallenhornmaske. Nehmen wir alles mit. Auch wenn ich überladen bin, aber ist egal. Da ist noch ein Hebel. Noch ein Hebel. Wo bist denn du jetzt? Kommst du vielleicht mal hierher, oder? Okay. Ah, ich komme nicht hoch. Hä? Wo bist du denn jetzt? Hier. Ich dachte, du kommst von da. Nein. Aber hier, komm. Komm mit. Hast du die zwei Hebel schon gezogen? Nein. Ah, okay. Vielleicht wäre es ja auch gut, mal rauszufinden, wofür die überhaupt sind. Na gut. Vielleicht eins hierfür. Interagieren. Oh. Okay, hier gibt es auch noch einen Hebel. Okay, ich würde sagen, wir wechseln mal die Folge, oder? Das machen wir. Gut, dann sagen der Beduine, die Beduinen und ich Tschüss. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Dankeschön und bis gleich. Ciao.